Eigentlich ist es ein klarer Fall. Hier sind 350 Kühe und Rinder. Hier 14 Sommeralpen. Hier eine fast 600 Meter hohe Felswand. Und hier Bauern mit einer Absicht. Da fängt an, 14 Tage, 10 bis 14 Tage vor dem Alpauftrieb, haben wir die sogenannte Bergrechnung und Besatztage, Bestimmung. Und die findet gegen das Frutigen statt. Und dann, wenn das vorbei ist, Besatztag bestimmt ist, dann zügelt man dieses Jahr am Mittwoch zügeln wir unter das Berg und am Samstagmorgen zügeln wir auf die Enstigen Alp. Es ist Samstagmorgen um 5:30 Uhr an der Talstation der Engstligen Alp in Adelboden im Berner Oberland. In anderthalb Stunden geht es durch die Felswand auf die Höhenplattform der Engstligen Alp rauf. Und dass es hier recht abenteuerlich zu und her geht, zeigen diese Bilder. Nee, jetzt die letzten 80, 90 Jahre ist der Weg ausgebaut worden, noch gut gehagelt. Eisenbeton, Pfosten und so. Passiert ist vielleicht vor 35 Jahren ist vielleicht mal ein Rind abgestürzt und mache ich Zügel, aber sonst passiert irgendwie selten etwas. Dutzende von Helfern sind für die Zügelten nötig. Und wer sich mit diesen Tieren befassen tut, merkt, dass die Kühe einen eigenen Rhythmus haben. Ja, dass man ging ein bisschen Luft, aber dass man nicht schnell, dass die Tiere auch gut mögen. Und man muss aufpassen, dass man nicht nebenaus irgendwie trollt oder Unfall passiert. An dieser Stelle noch ein paar Zahlen. In der Schweiz gehen gegen 700'000 Tiere auf Alpweide. Knapp ein Fünftel, also 127'000 Stück Vieh, sind es allein im Kanton Bern. Die sind auf 1600 Alpbetrieb, während 10 bis 12 Wochen auf Sommerweide zuhause. Neben Kühe und Rinder kann man in dieser Zeit im Berner Oberland auch Ross, Schaf, Geissen und sogar Lamas und Abakas antreffen. In der Zwischenzeit haben wir es geschafft. Auf fast 2000 Meter über Meer warten saftige Alpweiden auf die 500 Kühe, Rinder und Kälber. Und auch das Bild darf an diesem Aufzug nicht fehlen. Und das soll uns auch wieder mal bewusst machen, dass Sennetum nicht nur ein Produktionsfaktor, sondern mit der Pflege der Alpenlandschaft Schweiz ein wichtiger Dienstleistungszweig ist. Idylle hin oder her. Bei der Familie Wäffler fährt nach einer Verschnaufpause der Elbler-Alltag an. Ja, am Morgen tun wir zusammen die Frau und ich die Kühe melken. Dann fährt sie einfach Käse. Weil die Milch in den ersten Tagen noch nicht den Qualitätsansprüchen von Alpkäse gerecht wird, gibt es zuerst einmal Raclette-Käse. Übrigens werden im Berner Oberland jedes Jahr rund 1200 Tonnen Käse im Alpenraum produziert. Wenn ich die Kühe draussen habe, gehe ich heim Heu mähen oder ernt. Ich fahre ein Bändchen an, etwa Viertel ab 8. Die Frau tut Käse bis Mittag. Am Nachmittag kommt sie helfen heuen oder ernten, was man macht. Am Abend, um 6 oder 7 Uhr, kommen wir um die Uhr und die Kühe melken. In Stall und melken. Die Kühe sind den ganzen Sommer den ganzen Tag auf der Weide, nach dem Stall. Mhm. Ja. Und wie gesagt, die Elbler-Romantik hat sicher auch Platz im Gemüt des Wäfflers. Das kribbelt er alle Frühling. Zieht es ihm gerne hoch. Das ist schon speziell. Dann auch Berge, Natur, Tiere. Das ist schon schön. Doch der Arbeitsalltag bringt einem wieder auf den Boden von der Realität. Es ist schön, aber arbeitsintensiv ist es so. Aber jeder muss selber heuen, selber melken. So. Es ist Stress. Ich kann sagen Stress.
Vor allem im Fall der Familie Wäffler, wo während dem Alpsommer gleichzeitig den Bauernhof im Tal bewirtschaftet tut. Bei all diesen Fakten zum Schluss aber noch eine Insider-Information. Haben Sie gewusst, was die Kühe auf der Hochebene der Ängstlichen Alp neben Fressen, Wiederkäuen und Milch liefern am liebsten machen? Fußball spielen. Hey ja, ist ja logisch bei dieser Fläche.